Tja, Freunde, der letzte Part hatte es doch ziemlich in sich, was wir noch alles erfahren haben und so, bezüglich Todesritter und auch, ja, seine Identität. Bisschen zu durch das auch mit dem Flammenkaiser, das ist immer noch so ein Geheimnis, obwohl ich persönlich ja immer noch die gute alte Rhea in Verdacht habe. Das ist mir einfach ein bisschen zu auffällig. Und auch vor allem zu Beginn des Let's Plays noch, also das erste Kapitel, was sind da so. Die Zurückhaltung von unserem Vater, und ja, sind halt so ein paar Dinge, wa? Übrigens, was ich noch gesehen habe, auch ziemlich spät, hier Unterstützung. Da ist mein Haus, okay. Und damit zählt er sich die anderen, da wir ihn die ganze Dinge übersehen. Lustig, wa? Wird hier theoretisch auch das Level sehen. Wieso ich bei hier das Level nicht sehe, ist mir auch nicht so ganz bekannt, aber okay. Akzeptieren wir einfach mal so, wa? So, was machen wir also heute? Das ist eine gute Frage. Vielleicht erst mal hier ganz kurz gucken. Die sind eigentlich alle ziemlich happy, aber noch nicht so ganz. Also noch nicht so ganz im Sinne von, wir würden ja eigentlich dann am nächsten Tag unterrichten und da hätte ich gerne, dass die ein bisschen happier sind. Das heißt, wird heute gerne erst mal ausruhen, warte mal so, und so eine Woche halt verstreichen lassen. Unterstützungsgespräch, man könnte noch eins machen und zwar das mit Ferdinand und Kaspar. Oh, warte da so, Kaspar. Ferdinand, ja nicht? Warte da. Nani? Kimi ni hontou no seigi o oshiete yarou to omotte ne. Hontou no seigi da? Ore no seigi wa nisemono da tte iu no ka yo? Sore wa mada wakaranai sa. Senjitsu 君は街で強盗を捕まえたと聞いた。それも老人が営む店に現れた強盗をだ。まさかとは思うが、店で暴れてはいまいな。おいおい、それは俺を舐めすぎだぜ。強盗が現れやがった時、店のじいさん腰抜かしちまってよ。そんなんでさらに俺が暴れたらじいさん気絶しちまうかもしれねえだろ。だから強盗に俺の金を渡してやったんだ。 今日はこれで勘弁しろよってな。おお、君とは思えない殊勝な行動だな。そしたら強盗のやつ店から出てってくれたんだぜ。まあ店から出た後にすぐ追っかけてとっちめてから金は取り戻したんだが、訂正しよう。実に君らしい行動だった。だが待て待て、次はお前の番だぜ。俺だってお前の話を聞いたんだ。 私の番とは何だね。ちょっと前によその兵士を殴ったんだろ。それも街中で。待ちたまえ。君の言いたいことは分かった。だがそれは誤解だぞ、カスパル。誤解だと？ああ、あれは街で露店を見ていた時だった。明らかに粗悪な品を並べる店があってな、調べようとした矢先、どこかの貴族の私兵が 天守を捕らえて引きずっていこうとした。普通に考えれば質の悪い武具を売った天守を捕まえたという状況なのだろうが、どうしたことか。私は思わず天守を助け、兵士たちを乗してしまったのだ。やるじゃねえか、気分上がりそうだな。それ、そういう問題ではない。とにかくその後で店主に事情を聞くと、どうもその店主は素人で、 貴族に騙されて粗悪な品を売っていたようなのだ。それが発覚しそうになり、貴族は口封じのため兵士を送り込んだということらしい。あれってそういう話だったのか。お前が貴族の部下をいきなり殴ったって聞いたから俺はてっきり。いや、そこは否定すまい。私は貴族としての自分を忘れ本能に従ってしまったのだ。それのどこが悪いんだよ。 俺に似てきたんじゃねえか？ん？君の方こそ私に似てきたのでは？強盗を捕まえた時に見せたという配慮、以前のように本能に任せずしっかりと貴族らしい判断ができている。案外俺たちはお互いのいいところを吸収しちゃったりしてんのかもな。共に正義を追求し互いに高め合う二人、燃えてきたぜ！ 正義を追い求める相棒か。まあ、そういうことにしておいてやろう。
Oh mein Gott, was ungeheuer interessante Gespräche es hier gibt, wa? So, den Rest machen wir einfach mal nicht. Und jetzt würde ich mal sagen, ausruhen, damit sich alle ein bisschen sammeln können. Ich weiß, theoretisch gäbe es hier jetzt heute noch andere Dinge zu tun. Angelturnier, Segnung der Erde, Erntefest, bla bla bla. Ist ja alles schön, brauche jetzt aber so nicht. Ich muss erst ein bisschen ausruhen, das ist auch wichtig. So, dann mal ein bisschen unterrichten, ne, liebe Studenten. Was geht ab? Wir haben hier natürlich noch, jetzt haben wir ja Flynn dabei, die vielleicht dann noch irgendwie ein bisschen was machen möchte. Die Frage ist bloß, Unkrautbeseitigung, verbesserte Fähigkeit Rüstung. Warum das jetzt irgendwie das ist, was sie gerne macht, ist mir ein Schleier. Aber okay, gut, die hat sie eigentlich auch schon B, vielleicht mal die beiden, wa? Bei Petra wird, glaube ich, kaum etwas mit Ternen zu tun haben wollen. In einer Art und Weise, aber okay. Edelgard, bei dir ist das Schwert, was sie gesagt haben. Was wir ein bisschen mal noch upgraden müssen. Doch, doch, hast du gut gemacht. So, die Fähigkeit hast du schon. Axis ist bei dir eh schon gut drauf. Da ist auch schon gut. Rüstung. Ja, man kann bei den Rüstung noch ein bisschen machen. Den Rest noch ein bisschen auf Schwert, wa? Hubert, will ich bei dir noch irgendwas machen? Theoretisch müssen wir bei dir noch die Secret-Fähigkeit freischalten, aber ich jetzt aber irgendwie nicht so Bock drauf. Bei dir schon eher. Ah, kurz davor. Scheiße, ein Punkt noch. Ah, einmal. Ja, gut, okay. So, was lernt er jetzt? Geschwindigkeit rauben. Okay, das könnte echt noch spannend werden bei ihm. So, du hast ja keine Secret-Fähigkeit, aber die ist eigentlich alles soweit gut. Ich meine, ja. Was haben wir die jetzt da groß noch irgendwie machen, wa? Bogen hast du eigentlich sowieso nicht so Bock, wie ich das verstanden habe. Ich meine, ich kann natürlich trotzdem hier. Nee, komm. Erstmal gucken, Kasper. Dann machst du eben den Kasper. Aber eigentlich soweit auch cool. Bernadetta. Du hast auch eine Secret-Fähigkeit. Oh, das wird ja auch schon Sackstange, dass wir eigentlich auch nichts mehr machen. Ob du vielleicht mal einen magischen Bogen führen würdest. Das wäre mal so noch eine Frage, wa? So, Flee, ne? Bei dir vielleicht mal ganz kurz gucken. Du hast auch so eine Secret-Fähigkeit. Müssen wir erstmal die ein bisschen. Ein Sternchen. So, haben noch zweimal, die ich machen kann. Du Fea. Ja, bei dir ist halt das Schwert. Das haben wir schon mal gesagt. Das hier zwar eigentlich auch noch. Ah. Dahinter wachen, was kriegst du? Weißmagie an einem plus 20. Ja, nur hast du keine Weißmagie, das ist ein bisschen das Problem. Dann unterrichten noch, kann dann gehe ich hier aufs Schwert lieber. Lieber auf das Schwert. So, Petra. Wir haben bei dir ja Bogen plus Schwert. Secret-Fähigkeit hast du ja keine. Ein C plus bei dir mit Schwert ist eigentlich schon relativ gut. Ich drehe noch ein bisschen den Bogen. Schwert eben C plus, haben wir schon gesagt. Bringt da nichts, noch ein bisschen was zu machen. So. Und sind alle schon mal so gut dabei, wa? Gut drauf und drauf. Ziele haben wir schon gesagt. Die lassen wir jetzt mal fürs erste Mal noch und gucken mal, was jetzt so abgeht. Was willst du wissen? Bald habe ich alle Gerichte im Speisesaal ausprobiert. Was soll ich nur, dann nur tun? Muss ich wieder und wieder die, immer gleich langweilige Gerichte essen? Koch doch selber was Neues. Ich mir auch nicht. Hm,
mir kein Gegentreffer droht. Darum will ich am liebsten das Bogenschießen lernen und dann wird man mich über das Berni die Scharfschützen kennen. Okay, dann nur Bogenfähigkeiten. Gut, wenn so nicht so will. Oh, ein Kombi wäre eigentlich schon geil gewesen bei ihr, aber okay. Wir lassen es erstmal. Gut, noch die Wochenaufgabe. Jo, nicht schlecht. So, jetzt die Frage, machen wir diese weltberühmte Quest hier. Ne? Haben noch irgendwie Unterstützungsgespräche? Ne, nichts Neues, war immer die gleichen hier. Oder, ne, warte mal, ich habe doch gesagt, das machen wir... Ja, wobei, eigentlich können wir es jetzt machen. Und zwar aus dem Grund, weil wir nächste Woche wieder... Lass mal ganz kurz mal überlegen. Wie machen wir das jetzt? Wir haben morgen wieder Unterricht. Beziehungsweise noch zweimal. Einmal sicher noch dieser Kampf. Die Frage ist, machen wir den jetzt? Dann machen wir den 26. Wollte ich sagen, machen den jetzt. Dann wäre es natürlich geil, wenn ich vorher noch ganz kurz erkunden würde. Und zwar deswegen, damit wir noch wegen anderen Charakteren gucken könnten. Ja, macht Sinn, war. Okay. Sag zum Rekrutieren und so. An Thomas. Thomas. Alter, ich hab 5, was er machen kann. Diesen Monat 5. Beziehungsweise den Tag, ja, wohlgemerkt. Da ist ja diese Monika. Dafür sind die Catherine weg. In Verbindung zu Rhea. Nichts Gutes, okay, das klingt nicht gut. Robert? Aha, ja gut, du hast noch irgendetwas. Echt? Ja, ihm okay. Tja, dann. Turnier empfangen geht ihm noch nicht, wa? Nee. Edel-san, Was für schade ist, ich hätte sie gerne irgendwie im Team gehabt, aber offenbar, da geht es vielleicht noch nicht, vielleicht geht es ja später. Ja, ich merke schon, du verlierst nie etwas. Also nichts, okay, dann Asla Vista. Vielleicht erst einmal gucken. Wieso ist der jetzt hier im Gewächshaus? Ich meine, er holt sowieso zu ihm wegen Rüstungsfähigkeit, aber. Aha, ja, dann halt. So, nimm das auch. Rüstung. Sonst kommt Raphael nicht. DiCaprio. Zuerst mal. Goldener Apfel.
Okay, krass. Was haben wir? Ah, von dem haben wir plötzlich sehr viele. Pflanzen wir erstmal die. Wird zwar nicht sehr viel geben, aber... Nein! Nein! Ja, ich will gerne machen, kann ich ja so aufmachen, wie ich will. Knochenmehl verstreuen, nee. Pfleglich stutzen. Machen wir das mal. Alles klar, Kleiner. Willst du mal durch Fodlan reisen? Vor allem, ob man den irgendwie auch rekrutieren kann. Und falls ja, wie? Aber wir rennen noch über einen anderen. Könnt ihr mir jetzt mal vorstellen? Irgendwas verloren. Ah. Charisma und Lanze. Gut, Lanze können wir ein bisschen dauern, bis ich da so viel habe. Ingrid! Kann ich irgendwie verstehen. Das war gerade falsch hier. Schade. Rekrutieren wird sicher aber hier auch nicht gehen. Nee, da war ja klar. Bei Wendigkeit um Fliegen. Magiekristall, sehr schön. Teichwart und bei ihr. Quest anzeigen, ja. Hast du noch irgendwie etwas hier verloren? Schade, nix. Ernsthaft, ich habe noch kein hohe. Mein Level ist noch nicht hoch genug für die? Will man das echt weiß machen? Krass. Du. Der muss eh erstmal angeln, oder? Die haben Statuen. Aha, so. Was? Ah, okay. Ja, da bringt sowieso nichts. Die anderen Dinge könnte man eigentlich nochmal machen. Neue Handelsziele. Ah, dann kriegen wir vielleicht so neue Waffen und so weiter. Okay. Und die Symbole ist, ja, Kampfturnier ist klar. Und T für 2. Okay, wir haben wieder ein neues Event nachher sein. Alles klar. Der Mann hier ist... Oh, ist ein neues. Noch mit Hubert. Ne, ja, super. Nur mit Hubert. Ey, die Quests. Angelturnier. Ja. Ich frage natürlich, welchen Fisch willst du überhaupt? XL. Das dürfte wohl der richtige sein, oder? Ich meine, XL, hä? Man kann mit dem geben, der irgendwie einen größeren hat. Versteht schon, was ich meine, wa? Moment. Hier. Ah, Louis ist auch hier in der Nähe.
Stimmt irgendwo da vorne, wa? Da. Hm. Vorbildung. Rüstung. Fehlt ihm noch viel? Ich würde sagen, noch irgendwie dreimal. Aber naja. Nichts mehr? Wie sieht's aus, Flynn? Hast du... Ja? Sieht das mit den Fliegerhallen starten? Okay. Hier auch ein... Gib Flynn einen Fisch, den ich nicht haben möchte. Ja, würde ich auch gerne. Aber irgendwie geht's auch nicht, wa? Hab ich schon. Schon alle, dann sagt sie, ja gut, schwer Faust muss nicht unbedingt irgendwas machen. Nee. Ja, damit so ein paar Dinge, aber. Hm. Okay, will ihm noch ein bisschen was. Warte mal, habe ich jetzt nicht. Genau, da einen goldenen Apfel oder irgendwo gesehen. Was macht er genau? Erhöht Charme dauert um 1. Ja, ein bisschen mehr Charme könnte mir jetzt nicht schaden. So. Das auch, Petra. Habe ich ja eigentlich schon, aber ich glaube, dem das mit dem Fisch geht, der ist an einem anderen Tag. Ah, krass. Schon was alle Items durch. Kasper, du hast auch irgendwie so eine seltsame Quest. Gut, das kriege ich ihn auch noch hin. Mhm. Raphael! Eigentlich soweit auch. Verloren das Item, es dürfen wir auch nichts mehr. So, würde rekrutieren bei dir gehen. おお、先生じゃねえか。おでに声をかけてくれるなんて珍しいな。おでとしてはもっと先生に鍛錬のこととか聞きたいんだけどよ。学級が違うと話しかけずれんだよな。いっそおでを先生の学級に入れてくれよ。 Und wie ich dich stehlen werde, mein Freund. Ja, Mann, wir haben endlich Raphael im Team. Herr Peter ist aus anderen Gespräch, völlig bei Gelegenheit. Also merken wir uns, Raphael ist Rang C, ich kann ihn rekrutieren. Er wollte ja da bei mir mit der Rüstung und mit der Stärke irgendwie sehen. Ich meine, Stärke ist sowieso geil. Und Rüstung, ich dachte eigentlich, ich hätte noch zu wenig Rüstung, müsste irgendwie C haben, aber jetzt D plus ging offenbar auch schon. Okay, interessant. Gut, ich meine, darauf kann man arbeiten, oder? Das war auch wohl keine Geschenke mehr zu einzusetzen. Ja,
Ja, habe ich ja eigentlich. Ich habe einen Fisch am Fliegen gezeigt, aber sie will davon nicht. Vielleicht muss ich erst die anderen Quests machen. Ne, da können vielleicht noch sein. Okay, Raphael haben wir jetzt also im Team. Geil, 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 geil. Die Frage ist, Raphael, darf ich mal gucken? Axt und Schwertding? Jo, das macht Sinn. Obwohl. In der Faust meine ich. Ganz ehrlich, bei dir ist. Ich hätte jetzt eher gesagt Rüstung und. Wobei, nee, ist eigentlich auch schon geil. Aha, warte mal. Doof. Doof, doof, doof. Erstmal. Ah ne, ich muss zurückwärts und entwickeln. Scheiße. Ich wollte schon gerade irgendwie sagen, okay, Raphael, entwickle dich mal ganz kurz. Weil, Faustkämpfer, nö. Du bist garantiert kein Faustkämpfer, Kumpel. Die macht zum fetten Ritter, ist ja ganz klar. Wir haben Mittelstufensiegel, ich glaube, ich hab noch eins. Sonst kaufe ich halt schnell eins. Okay. Freunde, wir haben Raphael im Team. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt, wir hätten hier noch Gespräche mit Unter. Wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun. Wir können uns bei Felix vorbeigucken. Muss ich darauf aufpassen, irgendwie plötzlich eine Quest reinlatschen. Ein paar Punkte habe ich auch noch zum Vergeben. Okay, okay. Wo ist er überhaupt? Ganz oben ist er. Also, Felix und Mercedes. Das sind die nächsten, die ich gerne rekrutieren würde. Ich frage mich halt generell, wie das so ist mit Rekrutieren. Dann muss ich immer auch bei. Wir haben bei. Wie heißt das schon wieder? Vergiss meinen Namen. Jamir, wie auch immer. Haben wir gesehen, sie ist am Level interessiert. Ja, heißt es, ich brauche das Level plus eine Beziehung zu ihr, damit sie zu uns kommt, oder braucht es die Beziehung gar nicht? Also ein Support-Level meine ich halt. Okay. Daran liegt es garantiert nicht, dass er nochmal keinen Bock drauf hat. Es wird eher halt Support liegen. Okay, ist das echt so, wa? Dann sage ich ihm doch einfach mal Missionshilfe. Wäre eine Option, wa? Dass er uns einfach mal hilft diesen Monat. So. Weil jetzt, wo Petra ja da irgendwie einen Weg des Diebes eingeschlagen hat, mir fehlen da ein paar gute Frontkämpfer, also wirklich so schwermeistermäßig. Da fehlt ein bisschen was noch. Porträt von Rhea. Ach du Scheiße, wir können das gehören. Okay, aber sei es drum, Freunde. Im nächsten Part machen wir hier dann direkt weiter. Mal gucken, womit genau. Ein paar Dinge gibt es noch zu tun. Hier haben wir jetzt alle etwas. Ach du Scheiße. Jo, bis nächstes Mal, wa? Bye, bye.